Ich hatte ihn. Diesen Moment der Momente, wo dich alle Mütter davor warnen. Der Moment, der dich überrollt. Der Moment, der einfach da ist und du weißt nicht, was du tun sollst. Der Moment, der wie eine Welle über dich drüber schwappt und du hast das Gefühl, du ertrinkst. Das ist der Moment, wenn du an der Wursttheke stehst mit einem 17 Monate alten Kind und die Verkäuferin bewegt ihren Mund und stellt die Frage der Fragen. Mag die Chloe schon eine Gelbwurst? Und hinter dir sind diese Mütter. Im Buggy sitzt das Kind, im Einkaufswagen befinden sich Hirsekringel, Biomilch, Biomüsli und natürlich auch die Dinkelkekse. Ich habe zum Schwitzen angefangen, Porenatmung umgestellt, habe mir gedacht, so, und jetzt wird das Damoklesschwert auf dich niederfallen. Dann schaute ich mein Kind an und es strahlte voller Freude, bereits eine angespeicherte Brezel kauend, zur Verkäuferin hinblickend und schon mit der Gelbwurst wedelnd. Und, was dachte ich mir? Das Kind freut's. Ich bin freudig, weil das Kind sich freut. Die Verkäuferin hat sich gefreut, weil sie das Kind freut und ich mich freue. Und der Moment war so voller Freude, dass diese Gelbwurst direkt zum Mund meines Kindes gelang. Und dann habe ich mich gefreut, als ich ging und die Verkäuferin die andere Mutter gefragt hat, mag der Bub eine Gelbwurst? Und sie sagte entsetzt nein und ein Kind fing an zu weinen. Bis zur Kasse übrigens hat mein Kind diese Gelbwurst schon gegessen. Und was soll ich sagen? Wir haben es überlebt. Einen guten.